Und damit herzlich willkommen zu einer eher kleinen Horror-Map heute mal. Ich wollte eigentlich PvP machen, aber ich habe mir diese Map vor kurzem runtergeladen und dachte mir, komm, warum zockt sie denn nicht einfach mal? So, welche Map ist das denn überhaupt? Wir spielen heute die Minecraft-Horror-Map PT von Doodlecraft, von dem netten Herrn Doodlecraft. Und ja, die meisten von euch sollten PT vielleicht kennen. Das ist ja dieses Silent Hill Dings da, wenn ich jetzt gerade nicht falsch liege. Wenn doch, dann schäme ich mich sehr dafür. Jedenfalls so ein kurzes Horror Game. Ne, Silent Hills, so war das. Das war ja quasi so ein interaktiver Spiel-Dingens-Teaser, den habe ich jetzt nicht let's played, aber das werde ich wahrscheinlich auch noch nicht tun. Aber dafür diese kleine Horror-Map. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob jetzt da irgendwelche Musik kommen wird oder so. Jetzt spiele ich ohne. Wenn das zu langweilig wird, werde ich dann im Hintergrund Musik einspielen. So, gucken wir erstmal hier. Das Ressourcenpack ist erfolgreich installiert. So, blinkt schon das Licht. So, ja, Made by Doodlecraft. Und ich würde sagen, wir klicken gleich mal auf die Buttons. Ich muss zugeben, ich habe noch keine Map, also noch nichts hier selbst gespielt. Ich habe mir kurz ein Video dazu angeguckt, aber nur die ersten 2 Minuten oder so. Und von daher spielen wir das quasi wie immer sehr blind. Und ja, der Tintenfisch ist ein bisschen am Schwitzen, glaube ich. Und wir klicken mal, was ich noch sagen wollte, die letzte Horror-Map ist ein bisschen länger her. Ich weiß auch nicht genau, warum wir nur Horror-Maps machen. Eigentlich wollte ich auch andere Adventure-Maps machen. Aber egal. Und ich weiß auch nicht, wie lange das sein wird. Also vielleicht eine Folge, vielleicht 4, vielleicht auch 1000. Weiß ich noch nicht. Okay, wir klicken jetzt. Ah, okay, da ist sein YouTube-Channel. Könnt ihr gerne mal vorbeisehen. So, erstmal die Instruktion. Okay, Difficulty Easy, Particles All, Brightness Moody. Das mache ich erst auch. Ich kann ja sogar gucken dabei. Schön. So, Easy haben wir. Particle war doch bei Grafikeinstellungen. Haben wir auch. Sounds sind on. Brightness Moody. Mad-Eye Moody können wir eben noch machen. Ja, hier. Zack. Düster. If it lags, maybe turn down the render distance. Install, you hear. Okay. Haben wir das denn jetzt gehört? Jo, alles klar. Also, zwar sehr schlechter Qualität, aber ich glaube, das ist auch gewollt. So, okay. Ich würde sagen, können wir das aufmachen? Oh, nein. Gut, dann hoffe ich auf einen kleinen Horrorschocker und ich hoffe, dass alles funktioniert und wir gehen dann los. A Doodlecraft Production. ...7780S Studio. Watch out, the gap in the door. It's a separate reality, was? Was ist das denn? The only me is me. Was? The only me is me? Are you sure the only you is you? What the fuck? Was zur Hölle ist das? Das ist doch ein doppelter Silberfisch. Kann man den töten? Lalala. Okay, den kann man scheinbar wirklich töten. Ich hoffe, das bringt das jetzt nicht in Schwierigkeiten. Haben wir Slowness? Ah, okay. Natürlich habe ich jetzt Inventur. Okay. Oh. Ja, den Gang solltet ja einige von euch kennen. Ich will mir ein bisschen die Bilder angucken. Ich will wissen, wie detailgetreu das nachgemacht wurde. Reread the report to the murder. Ach so. Warte mal. Hä? Warte, ich höre da ganz leise was. Ist das dieses echte Radio? Als ob. Oh. Ihr könnt euch das mal durchlesen. Das ist das, was auch im echten PT ist. The place where family gathered. Okay, the day of the crime, the father went to the trunk of his car, retrieved the rifle and shot his wife. Okay, der hat ein bisschen gemetzelt scheinbar. Die Tür ist abgeschlossen. Aber echt gut gemacht, muss ich sagen. Ist ziemlich detailgetreu. Ja, Alter, die kann man ja doch zumachen.
Und da hinten ist noch ein Hebel. Den will ich einmal aktivieren. Wir können auch nicht springen oder so. Okay. Ich darf das nicht anfassen, alles klar. So. Okay. What the fuck? Es ist schon wieder derselbe Raum. Ja gut, für die Leute, die PT kennen, die wissen natürlich, was hier kommt. Ich mach mal die Sounds ein bisschen lauter, damit ich mich mehr erschrecken kann. So, also jetzt für mich so, ne? Alter. Kann ich das aufmachen? So. Okay, das geht nicht auf, ich gehe mal lieber weg. Also hat er erst seine Frau erschossen, dann seinen Sohn. Seiner Tochter hat er irgendwie erzählt, das ist alles irgendwas mit einem Spiel, dass es nur ein Spiel ist oder so. Und hat die dann auch erschossen. Guck dir mal das Bild da an. Alter, crazy. Er hat einfach keine Augen. Was soll das sein? Ein Klo? Na, okay, ich, Alter. Das ist ein bisschen stressig. Okay. Autsch. Die Tür hat sich von alleine geschlossen. Immer noch 23.59 Uhr. Alter Junge. Der wird ja mal lauter. Die Mutter war schwanger. Okay. Der hat hier erschossen, obwohl die schwanger war. Der hat ja auch in den Bauch geschossen. Oh, Alter, macht mich das nervös. Hör auf! Okay, wir gehen da mal weiter. Alter, was ist das? Hör auf damit. Hat es aufgehört? Okay, das darf ich auch nicht anfassen. Das hat aufgehört. Alter! Hör auf damit! Okay, wir können jetzt nicht rein. Alter! Ich hab's nicht mal richtig gesehen. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. Okay. Da wurde scheinbar noch eine Familie umgebracht. Alter, was ist das zur Hölle? Okay, momentan ist er noch relativ ruhig. Okay, der Raum wird dunkler. Ah, Alter! Junge! Fuck it, was ist das denn? Ah. Was soll ich denn jetzt machen? Bewegt er sich? Scheinbar nicht. Was ist das? Kann ich das... Okay, es bewegt sich nicht mehr. Ich kann jetzt nicht hier ewig stehen bleiben. Kann ich das benutzen jetzt? Ja, okay. Okay. Alter. Kann ich einfach an den Pop. Da passiert doch irgendwas. Alter. Come on, ey. Scheiß Silberfische. Verzieht euch. Mach die Tür zu. Gute Nacht. Verdammt. Was ist denn da hell? Juhu!
Okay. Minecraft kann einen auch scaren. Ja, ich höre jetzt auf damit. Ah, ah, come on. Was ist das denn? Ah, es laggt. Die Tür ist zugegangen. Okay, das Baby haben die mit einem Tintenfisch ersetzt. Ah, ah. Was? Was stand da? Hä? Ah, nein! Was? Hier, da... Alter, ich hab keinen Sorgen. Ja, da kommt jemand rein. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich... You can just tap the water. You can trust the tap water. Warum nicht? Okay, okay, okay. Okay, die Tür ist wieder auf. Alter, ja toll, ihr wollt vorgehen. Alter. Das war ein bisschen stressig, aber wir haben jetzt eine Taschenlampe. Die jetzt aber irgendwie nicht angeht, als ob uns das jemals irgendwo weiterhilft. Alter, wie weit geht das denn noch? Wie ruckelt's gerade ein bisschen? Warte mal, ich mach mal die Render Distance ein bisschen runter. Weiß gar nicht genau, warum es jetzt ruckelt. Nummer auf 6. Mehr brauchen wir eh nicht. Hilft aber auch nicht viel. Kann ich die FPS? Sorry, 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 sorry. Alter. Junge, übertreib. Was machen die damit? Ich mach's immer wieder. Kann ich das auch machen? State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, childcare and other social issues facing the average family. Okay. Das ist so ein ganz komisches Geräusch gerade. Das ist ein Enderman. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hast du das Ray, Seone, Mars, Vento? Ah, Mist. Das ist doch bestimmt Spanisch, oder? Wenn ich jetzt mal mehr gelernt hätte. Und immer schließt sich wieder die Tür. Wir können auch nicht zurück, wie ihr seht. Verdammt, jetzt ist es schon wieder dunkler. Wir haben eine Taschenlampe. Ich hoffe, die geht auch jetzt an. Natürlich nicht. Tür schon offen. Boah, ich hasse diesen Raum hier. Ich hasse diesen Raum. Alter. Was war das denn? Come on, ey. Warum denn wenigstens nicht auch mal auf Englisch? Sonst könnte ich es wenigstens übersetzen. Falls es ob irgendeine Sprache wirklich ist. Ich kann das nicht beurteilen. Okay, die Bilder scheinen sich aber auch nicht zu ändern, wenn ich das richtig sehe. Da hängt was und es tropft. Ich komme vorher immer in die Tür. Was? Alter Junge. Da klopft jemand gegen die Tür und der Typ ist immer noch da. Also der Vater hat sich im... hat sich aufgehangen. In der Garage, okay. Kann man die Tür jetzt hier öffnen? Ich würde gern raus, obwohl, wenn der Dude da hinten steht, dann doch lieber nicht. Warum? Es tropft einfach Blut. Alter, komm, ich gehe lieber. Alter, hat das immer ein Ende? Das ist ein bisschen stressig. Was ist das denn? Ich meine, wir haben ja nicht den Staub gewischt oder so. Fliegt halt schon in der Luft rum. Ja, ach so, okay, geil. Jetzt schwebt das Ding hin und her. Ich hoffe, das hat nicht so ein schwieriges Ende wie das richtige PT.
Ich weiß nicht, ob man das in Minecraft schon umsetzen kann. Da ist das Baby schon wieder. Ah, Alter! Yo, als ob. Das Baby macht komische Geräusche. Was hat's mit der Zahl auf sich? 20, 48, 63. Die Story vom PT habe ich auch nicht mehr ganz drauf. Portet er sich hin und her? Kann er uns fangen? Okay, das Radio scheint auch nicht mehr aus technischen Gründen nicht mehr zu funktionieren. War das nicht ein Kühlschrank oder ein Trockner oder so, der hier hing? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber das haben die echt gut... Echt gut umgesetzt, muss ich sagen. Never moving a step, his hand in mine. I waited for it to pass. Ui, okay, Leute, okay. Ich glaube, ich sollte doch keine Musik einfügen. Ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Weiß aber nicht genau. Ja, ich touch das Dial auch nicht mehr. Forgive me, Lisa. There's a monster inside of me. Ist das eine Nachricht vom Vater? An seine Tochter? I can hear them calling me from hell. Ich kann sie hören, wie sie mich aus der Hölle rufen. Und durch den Nebel schwindenden Bewusstseins glaubte ich, ein Telefon zu hören. Warum ist es auf einmal auf Deutsch? Hä? Ein Telefon? Das ist doch das Telefon da hinten, oder nicht? Okay, das funktioniert nicht. Alter! Hör auf, warum ruckelt's denn so? Mann! Durch den Nebel schwindenden Bewusstseins. Okay. Okay, okay. Es ist 0 Uhr. Alter, was ist das? Junge. Ich sehe nichts mehr. Alter, was? Junge, was ist das? Als ob. Kann ich mal das Radio richtig verstehen? Die Tür kann man auch nicht öffnen. Was? You've been chosen. Das wurde uns gerade so eben am Telefon mitgeteilt. Ja gut. Alter, hör auf damit. Ich krieg richtige Creepness gerade. Alter, was ist das denn? Junge. Jetzt haben wir auch noch Speed-Effekt und ja, alles ist crazy. Wir wurden auserwählt. Oh, das Baby ist weg. Der Gang... Hä? Der Gang hat sich jetzt verändert. Okay, daran erinnere ich mich auch... Hä? You've been chosen. Daran erinnere ich mich auch noch irgendwie. Was ist denn jetzt los? Hier schon wieder das? You've been chosen. Ich sehe schon so, wie ich mich verlaufen werde. You got fired, so you drowned. Your sorrows is in the booze. Was? Alter, hör auf damit! She had to get a part-time job working on a grocery store cash register. Warum? Hattet ihr kein Geld? Alter. Okay, you've been chosen. Only reason she could earn a wage at all, the manager liked how she looked in a skirt. Okay. Ziemlich erniedrigend. Scheinbar nicht schön für den Mann. Ist er deswegen so verrückt geworden? Aber das ist doch irgendwie kein Grund, oder? Das wäre glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aus so einem Grund, seine Familie umzubringen. You remember, right? Exactly 10 months back. 10 Monate vorher. Alter, es wird immer rötlicher. Was? You can go back now? Was? Stand da? Kannst nicht lesen. Ich versuche mal ins Licht zu gehen.
No turning back now. Okay. Das glaube ich mal ganz getrost. You've been chosen. Okay, das weiß ich schon. Kann ich meine Taschenlampe benutzen? Schauen wir mal nicht. Okay, es war ja bis... war es ja eine Zeit lang relativ ruhig. Okay, das kann ich auch nicht öffnen. Sind wir wieder langsam? 0 Uhr. Es scheint wieder alles normal zu sein. Das Radio gibt auch keinen Ton von sich. Da steht er schon wieder. Ach du Scheiße. Mach mich nicht krank, Junge. Was? Was? You've been chosen. Für was denn? Was habe ich denn getan? Wer sind wir überhaupt? Warum kommen wir in so ein... Warum kommen wir in so eine komische Situation? Haben wir was mit der Familie... mit der Familie zu tun? Alter. Hör auf! 204863. Was? 204863. 204863. Sind das... ist das irgendein Datum? 204863. Kann ich hier rein? Ich kann ja nicht durch. Was passiert hier gerade? Was passiert hier? Was muss ich tun? Ah! Was? Was? Ich konnte irgendwie nichts lesen. You've been chosen. You can trust the tap water. Tja, ich... ich mach's gleich durch. Was ist denn jetzt los? Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Geht jetzt wieder von vorn los oder ist das... ne, wir haben die Taschenlampe noch. Ich lese mir eben ganz kurz durch, was da stand, okay? Puh, okay, Alter. You've been chosen. You can trust the tap water. Lalala. This game is purely fictitious. It cannot harm you in any way, shape or form. Fix the damn bug, cause before release, development, I'm heading there now, I'll call later. Knowing, ich kenn dich, ich bin sicher, dass du, was, you notice this game and play it. I will never can, never, was? I will never can, never forget that 20 years ago. I have something to tell you, contact me. This game is purely fictitious. It cannot harm you in any way. Okay, das wird einfach durchgespammt. Das Game, das Spiel hier, das, was, was für ein Spiel? I could do nothing but walk. And then, I saw me walking in front of myself. But, it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Ich weiß nicht mehr, ob ich mir da sicher sein kann, was ist. Okay, scheinbar ist es doch noch nicht zu Ende. Es ist wieder 23.59 Uhr. You've been chosen. Mittlerweile sehr dunkel geworden. Junge! Lass mich in Ruhe! Wer hustet da? Soldiers rotten to the core. I'm talking to all them fine upstanding folk. Alter! Wo passiert das gerade? Alter! Ja, das, oder kam es aus dem Radio? Ich weiß es nicht genau, aber es klang nach einem netten Mord. Ach du Scheiße. Aber mit einem Messer. Don't.
Das kann ja nicht die Mutter gewesen sein, die wurde erschossen. Der Mord klang gerade nach dem Messermord. Don't. Ich hatte noch nichts vor. You've been chosen. Eigentlich will ich ja nur gehen. Wenn ich denn dürfte. Okay. Look behind you. Nein! Nein! I said look behind you. Dad was such a drag. Ist der Hölle oder was? Was? Ist das der verstorbene Sohn oder was? Silent Hills. Wir haben es geschafft! Ach du Scheiße! Made by Doodlecraft! Nice one! Alter, das war ein nices Spiel. Kann ich jetzt da hinrennen? Silent Hills. Rest in peace, Silent Hills. Warte mal ganz kurz. Ja, da sind wir wieder. Das war so ein kleiner Schocker, muss ich sagen. Aber es war ein nice Game, muss ich auf jeden Fall sagen. Es war ein nice Game. Und wahrscheinlich werde ich keine Musik hinzufügen, weil das, glaube ich, auch so gewollt ist. Ja, gut, das war jetzt relativ kurz. Und ich würde sagen, ja, das muss ich jetzt ganz kurz zusammenfassen. Es war jetzt nicht so umfangreich wie das Original, aber das kannst du ja schlecht in Minecraft realisieren. Aber ich fand's schon gar nicht so schlecht. Also ich empfehle euch die Map auf jeden Fall. Jetzt natürlich habt ihr die gesehen, ist nicht mehr so impressive. Aber falls ihr es auch mal spielen wollt, ist natürlich die Map in der Videodeskription, also in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von solchen Maps, dann gerne in die Kommentare. Alter, es war ein bisschen, das war stressig. Alter. Aber ich weiß nicht, wer war das am Ende? War das der Sohn? Weil, oder der Vater? Nee. Der Vater hat ja die alle umgebracht und der hat gesagt, der hat quasi von den Toten gesprochen, der Typ am Ende. Und der will sich rächen mit seinen neuen Spielzeugen. Ja gut, ich komme da noch nicht ganz hinter. Vielleicht wisst ihr das ja und könnt mir das in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ciao Leute. Thank you.